Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 37. Kalenderwoche, der Woche, die am 9. September beginnt und bis zum 15. September geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und so nehmen auch die Energien zu, lieber Krebs. Wir wollen uns aber ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen die Woche für das Sternzeichen Krebs ansehen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel, ne, und können dann gleich beginnen. Okay, ich bin schon sehr gespannt, was wir hier so haben. Die Liebenden, ach wie wunderschön, wie wunderschön. Und da geht es natürlich voll und ganz um die Liebe in deinem Leben, ne? Liebe auf allen Ebenen, Liebe in deiner Partnerschaft, Liebe in deiner Familie, in den Freundschaften um dich herum und natürlich die Liebe auch zu dir, die Selbstannahme, die Selbstakzeptanz. In dieser Woche hast du die Gelegenheit, mehr Harmonie in dein Leben zu bringen, ne? Mehr Ausgewogenheit und so die Kontakte um dich herum, die Liebe, also die Kontakte zu stärken, das Vertrauen weiterzuentwickeln, die Liebe dadurch ja, zu festigen, ne? Und es könnte halt auch zu einer Versöhnung mit einer dir geliebten Person kommen oder zu einer Vereinigung mit einer Person oder eben eine Wiedervereinigung, die dir sehr viel bedeutet. Es kann auch sein, dass du eine wichtige Entscheidung aus deinem Herzen heraus treffen wirst in dieser Energie, ne? Die Liebenden geben dir die Kraft, eine Entscheidung aus deinem Herzen für dich selbst zu treffen, ne? Aus Liebe heraus. Und wir schauen mal, lieber Krebs, auf was sich das so bei dir bezieht. Den Eremiten sieht man natürlich jetzt auch sehr häufig in den Legungen, denn der Eremit ist Jungfrauenergie und wir sind mitten in der Jungfrauzeit, ne? Das Sternzeichen Jungfrau und die Eigenschaften beeinflussen diesen Monat überhaupt sehr stark, diese Wochen jetzt im September. Und auch dich betrifft diese Energie, auch du spürst diese Energie vom Eremiten und gepaart ist das mit der Prinzessin der Schwerter. Die Prinzessin der Schwerter könnte sich jetzt auf eine andere Person in deinem Leben beziehen. Oder diese Prinzessin der Schwerter steht für die Prinzessin der Schwerter in dir. An sich ist es eine Luftkarte, ne? Wassermann, Waage, Zwilling. Es passt auch ganz gut zur Jungfrau, denn auch wenn Jungfrau ein Erdzeichen ist, hat Jungfrau von allen Erdzeichen am meisten Luft. Ne? Hat eben auch einiges an Luftenergie. Die Prinzessin kann natürlich auch eine männliche Person sein, steht hier für das jugendliche Naturell eines Menschen, ne? Und vielleicht ist diese Person auch jünger als du. Vielleicht besitzt diese Person auch einfach sehr viel jugendliche Kraft aktuell. Oder auch generell, vielleicht neigt diese Person auch zu Unreife. An sich ist die Prinzessin der Schwerter eine Person, die auf der Suche nach der eigenen Wahrheit ist. Und nicht davor zurückscheut, unangenehme Themen anzusprechen, Tabus aufzudecken, um der Wahrheit ein Stück weit näher zu kommen. Damit macht diese Person sich nicht nur Freunde, ne? Sie hat einen rebellischen Charakter und neigt dazu, etwas anzuecken, aber meint es nur gut, ne? Also der Antrieb ist die Wahrheit, ne? Etwas offen anzusprechen. Auch ehrlich zu sein, ne? Direkt zu sein.
Die Prinzessin der Schwerter steckt voller neuer Ideen, neuer Vorstellungen, öffnet sich neuen Gedanken gegenüber und wählt oft auch den unkonventionellen Weg, ne? Lieber Krebs, entweder fühlst du dich selber ein wenig so oder du hast es mit so einer Person zu tun. Die Prinzessin der Schwerter hat auch viel Humor, ist auch eine sehr geistreiche Person, mit der man sich gut unterhalten kann. Und man sieht hier in der Tat etwas ganz Rebellisches bei diesen Menschen. Wow. Tatsächlich, ob jetzt diese Energie sich auf dich oder dein Gegenüber bezieht, dieser Mensch litt an einem Umstand in seinem Leben, an einem Gedankenkonstrukt, an einer gesellschaftlichen Konvention oder eben einem anderen theoretischen Konstrukt, ne? An einen Gedanken, ein Gedankenkonstrukt. Daran litt dieser Mensch, ne? Bis es nicht mehr ging. Also es gibt hier den Punkt, es gab ihn oder wird ihn geben. Ne? Es ist so ein bisschen fließend von der Zeit, der Zeitpunkt, aber dieser Mensch erfährt einen Geistesblitz oder hat ihn bereits erfahren und wird sich aus diesem Umstand befreien. Das kann natürlich jetzt vieles bedeuten. Man kann hier wirklich mit einer Konvention brechen, ne? Und zu etwas Nein sagen. Man kann auch zu einem Umstand in seinem Leben Nein sagen. Etwas, was einen vorher gedanklich gefangen gehalten hat, wird dadurch beendet. Ne? Es ist auch etwas Befreiendes, geht aber manchmal auch mit einem gewissen Kollateralschaden einher. Ne? Manchmal muss man dafür leider auch Wertvolles zerschlagen. Es kommt ein bisschen drauf an, ja, wie sich diese Energie in deinem Leben im Konkreten zeigt, ne? Oder in ihren, also deines Gegenübers. Hier zeigt sich auf jeden Fall, dass, was daraus folgen wird, ein sehr mutiger Schritt bei dieser Person sein wird, ne? Diese Person wird ein Wagnis eingehen, was nicht so einfach für diese Person ist. Aber ne, mit einem großen Zögern, vielleicht mit großer Angst auch im Vorfeld einhergeht, aber diese Person handelt aus Überzeugung, aus dem tiefsten Herzen heraus, ne? Und weiß irgendwo, weiß im Herzen her, dass das das Richtige ist, auch wenn es viel Risiko bedeutet. Und wird diese Person sehr entschlossen sein. Auch bereit sein, wenn nötig, einen Weg alleine zu gehen. Aber das macht dieser Person schon Angst, ne? Also Angst hat diese Person. Aber wenn diese Person diesen Weg gegangen ist, man sieht hier schon, dass diese Person dadurch eine neue Sphäre erreichen wird, Neuland erleben wird, eine neue Erfahrung macht, ne? Es ist bereichernd, definitiv. Unabhängig vom Ergebnis. Es könnte auch ein negatives Ergebnis sein, aber es ist irgendwie vom Erfahrungswert her bereichernd, ne? Und darum geht es. Diese Person hat irgendwie auch keine Wahl. Es ist so zugespitzt, das Problem, dass es eigentlich nur noch diesen einen Weg für diesen Menschen gibt, ne? Alles andere wäre ein schmerzender Kompromiss. Also es ist schon eine gewisse Dramatik hier mit im Spiel, ne? Und das kann eben zum Beispiel der Bruch mit einer gesellschaftlichen Konvention sein. Na, und wenn man mit einer gesellschaftlichen Konvention bricht, dann läuft man Gefahr, am Ende alleine dazustehen. Ne? Man hat ja diese gesellschaftlichen Konventionen, um sich mit einer Gruppe verbunden zu fühlen. Aber es ist natürlich das Richtige, auch wenn es einem bedrohlich vorkommt. Im Extremfall, ne, Extremfall, der mir einfällt, wäre, wenn man hier jetzt zum Beispiel bei Jehovas Zeugen war und darauf da austreten möchte. Ne? Also das ist irgendwie, glaube ich, in Deutschland eine der extremsten Fälle, die ich mir vorstellen kann. Ne? Und sowas zum Beispiel. Natürlich macht das Angst, dieser Schritt. Ne? Aber man kann auch nicht anders, als diesen Weg zu gehen. Ein sehr viel harmloserer Fall, der mir zu diesen Karten einfällt, ist, dass man jemandem seine Liebe gestehen möchte, ne? Jemanden, mit dem man vielleicht auch lange befreundet ist, den man schon lange kennt.
Eine Person, bei der man sich ganz lange nicht getraut hatte, dieser Person das zu sagen. Ne? Und aber jetzt sind die Gefühle so stark, dass man die ganzen Zweifel überwinden kann und es einfach tut. Ne? Einfach auf diese Person zugeht und dieser Person sagt, dass man sie liebt. Ne? Das wäre natürlich eine sehr viel schönere Interpretation davon. Nun gut, der Eremit. Es kann auch der Bruch mit einer Beziehung sein, ne? Du weißt es besser als ich, in welcher Situation du bist, ne? Aber die Energien sind hier enorm. Der Eremit bei dir, es steht dafür. Für Objektivität auf jeden Fall, ne? Man möchte die wahren Werte sehen, ne? Man lässt sich nicht von Annehmlichkeiten verzaubern, ablenken. Man lässt sich nicht von oberflächlichen Glanz blenden. Man sieht die wahren Dinge und möchte sie auch sehen, ne? Man kommt zum Kern der Sache. Man findet Wahrheit, ne? In der Stille, in der Ruhe, bei sich selbst. Der Eremit kann ein Hinweis sein, dass du in dieser Woche viel Zeit für dich selbst brauchst, um dich selbst zu finden und um auch einen objektiven Standpunkt zu deiner aktuellen Situation zu finden, um die Dinge klarer sehen zu können und Entscheidungen zu treffen im Jetzt und Hier und in der Zukunft, die ja, die es dir ermöglichen, dir selbst treu zu sein und zu bleiben. Du möchtest nicht allein aus Gefühlen heraus handeln, sondern strebst auch nach einer höheren Wahrheit, ne? Und der Eremit ist auch ein Hinweis darauf, dass dein Interesse dir auch sehr wichtig ist, ne? Du hast hier sehr viel Selbstinteresse und das kann auch ein Akt der Selbstliebe sein, ne? Okay. Sehr ernste Woche, ne? In der Vergangenheit die zwei der Schwerter. Du hast dich bereits um Objektivität bemüht, bist hier aber noch nicht zu einer klaren Entscheidung gekommen. Aber es gab hier ein Thema, das dich zum Nachdenken gebracht hatte in der Vergangenheit und womöglich gab es hier auch ein ausgeprägtes Hin und Her überlegen, ein Abwägen. Dennoch, ja, oder was heißt dennoch, ne? Aber dieses Nachdenken und Grübeln darüber hat dich auch in gewisser Hinsicht in zur Ruhe gebracht, ne? Wenn die Prinzessin der Schwerter einen anderen Menschen in dein Leben beschreibt, dann habt ihr beide gemeinsam schon viel über diese Angelegenheit geredet, ne? Und du hast diesen Menschen sehr geholfen, hier innere Klarheit zu finden. Und ihr beide verbindet eine tiefe Freundschaft, vielleicht auch mehr, ne? Aber man sieht hier schon eine tiefe Freundschaft, mindestens. Wenn die Prinzessin der Schwerter dich betrifft, dann hast du hier wirklich viel und lange über diese Angelegenheit nachgedacht. Und die Erkenntnis kommt dann jetzt in dieser Woche, ne? Im Laufe der Woche. Aber in der Woche davor konntest du nicht irgendwie klar dich für etwas entscheiden und hast dir sehr viele Wege durchdacht und da sehe ich dann eher eine ganz grüblerischere Energie bei dir. Und dieser Woche kommt mehr Klarheit rein, aber das führt auch dazu, dass man in die Aktion treten muss oder möchte, beziehungsweise, ne? Aha. Die Neun der Scheiben, das ist ja gut. Hier passiert etwas, was dir sehr zugute kommt, was dich auf deinen Weg beschützt, kann man sagen, begleitet, dir halt hilft, dich unterstützt. Ne? Jemand kommt dir zu Hilfe, das könnte auch sein. Ne? Vielleicht schenkt dir jemand Geld oder eine Chance, eine Perspektive. Vielleicht lernst du jemand Wichtiges kennen, der dir in deiner Situation hilft. Vielleicht wird dir auch ein wichtiges Geschenk zuteil, ne? Was eben doch dich in deinen Zielen unterstützt, ne? Was dir hilft, die Ziele zu erreichen, die du jetzt anvisieren möchtest. Du bekommst Unterstützung.
Und das kann auch auf Zufällen basieren, also es könnte sich wie ein Zufall anfühlen, aber trotzdem hat es natürlich es hat einen höheren Grund, dass das jetzt gerade jetzt passiert, so, ne? Es kommt dir einfach zugute und soll dir zeigen, dass du hier auf dem richtigen Weg bist und dass du das Richtige tust, dass du dabei bleiben sollst, ne? Aha, in dein Unterbewusstsein ein Prinz der Scheiben. Hier haben wir natürlich auch eine Hofkarte. Wenn diese Karte eine andere Person in dein Leben beschreibt, dann ist diese Person dir überaus wichtig. Mit dieser Person fühlst du dich sehr, sehr verbunden und man kann hier auch von einer Seelenverbindung sprechen. Vielleicht ist diese Person gar nicht richtig aktiv anwesend in dieser Woche. Und muss es auch nicht, damit du dich mit dieser Person verbunden fühlst. Der Prinz der Scheiben könnte auch eine jüngere Person sein, ne? Vielleicht ist es ein jüngeres Geschwisterteil, ne? Oder ein Sohn oder eine Tochter von dir. Oder ein Kind in deiner Familie oder im Freundeskreis. Vielleicht ist es auch eine ältere Person, die du vielleicht schon länger kennst. Vielleicht schon aus den Kindertagen. Vielleicht kennst du diesen Menschen als jüngere Person und erinnerst dich einfach auch viel an diese jüngere Person, ne? In manchen Fällen beschreibt der Prinz der Scheiben dich selbst. Und das ist dann eine Wesensfacette von dir, die gerade im Begriff ist, im Hintergrund sich weiterzuentwickeln und die du bald mehr zeigen wirst, ne? Dieses Naturell in dir. Der Prinz der Scheiben ist eine Erdperson, Steinbock Stier, Jungfrau, ne? Und hier, gerade in der Kombination dieser beiden Karten, wären wir bei Jungfrau, aber auch bei Zwillinge, ne? Zwillinge könnte hier mit den Liebenden auch gut sein. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber. Gut, der Prinz der Scheiben kann natürlich auch eine männliche, weibliche Person sein. Der Prinz steht für einen recht jungen Charakter, ein kindliches Naturell. Das ist ein Mensch, der mit sehr viel Neugier an die Welt herangeht und auch sehr aufmerksam, gelassen und geduldig ist, die Welt beobachtet und von ihr lernen möchte. Ein Mensch, der gut im Moment verweilen kann, der die sinnlichen Genüsse, gutes Essen, Gemütlichkeit, zu schätzen weiß, auch die Natur, ne? Ein pragmatisch denkender Mensch, der sehr realistisch vorgeht, sehr realistische Vorstellungen hat, oft sich auch mit etwas Praktischem gerne beschäftigt, Handwerk, Technik, Haushalt oder Gartenarbeit oder vielleicht auch den Aufbau von neuen Systemen. Und wir schauen uns diese Person genauer an. Aha. Der Prinz der Scheiben denkt hier an einen Ritter der Schwerter. Und das könnte natürlich hier sich auf die Prinzessin beziehen, ne? Der Ritter ist nur eine gereiftere Version von der Prinzessin. Vielleicht empfindet dieser Prinz diesen Menschen als Ritter. Naja, oder dieser Mensch denkt an sich selbst als Ritter der Schwerter, möchte selbst zum Ritter der Schwerter werden. Sei es drum. Was sich hier deutlich abzeichnet, ist, dass diese Situation, diese neun der Scheiben mit dem Prinz der Scheiben in Verbindung stehen. Dass das die Person ist, die dir zu Hilfe kommt oder die du neu dazu kennenlernst. Ja, oder wenn sich diese Karte auf dich bezieht, passiert dir als dieser Mensch in dieser Handlung, in dieser Tätigkeit etwas so Gutes, ne? Ja, vielleicht würde es dir wirklich sehr gut tun, in dieser Woche, lieber Krebs, dich halt dem Konkreten in deinem Leben mehr zu widmen, ne? Etwas Ordnung zu schaffen, etwas Praktisches zu tun, etwas in der Natur, einfach auch um
innerlich zur Ruhe zu kommen, um halt auch nachdenken zu können, ne? Es geht hier dann mehr, ja, es gibt ja auch so praktische Tätigkeiten, die auch einen meditativen Charakter haben, bei denen man praktische Tätigkeiten, in denen man sich komplett versinken lassen kann. Solche Dinge könnten dir jetzt wirklich sehr zugutekommen. Wenn, ja, wenn dir das gelingt, hier etwas in der Art zu machen. Das kann ja auch manchmal etwas ganz Simples sein, etwas ganz Routiniertes, vielleicht auch einfach für Ordnung zu sorgen oder etwas zu sortieren, ne? Ja, gerade Krebse sind sehr gut darin, in routinierten Arbeiten auch zu träumen, ne? Währenddessen. Also so gesehen, das auch gleich recht produktiv zu nutzen. Ja, vielleicht könnte dir dies helfen, um auf die richtigen Gedanken zu kommen, um auf die richtigen Erkenntnisse zu kommen und dann auch den Mut zur Veränderung zu finden. Den Mut, hier aus Liebe für sich selbst etwas Wichtiges zu entscheiden. Aha. Hier zeigt sich ein Ritter der Stäbe. Und hier kommt ein ganz anderes Naturell rein. Natürlich könnte der Ritter hier mit diesem Ritter in Verbindung stehen. Der Ritter der Stäbe ist eigentlich erstmal eine Feuerperson. Schütze, Widder, Löwe wäre denkbar. Vielleicht lernst du diese Person auch neu kennen, ne? Vielleicht kommt diese Person auch ganz neu in dein Leben. Oder ja, hier zeigt jemand eben ein anderes Naturell von sich, ne? Vielleicht ist das hier die gleiche Person, dann wären wir hier besonders bei Schütze oder Wassermann. Der Ritter der Stäbe steht auch manchmal in manchen Legungen für einen Vorgesetzten, für eine Chefin oder eine andere Autoritätsperson. Auf jeden Fall ist es ein sehr dynamischer und sehr präsenter, lebendiger Mensch, der auch Verantwortung und Führung übernimmt. Ein Mensch, der offen zeigt, was er möchte und wie er es erreichen möchte. Ein Mensch, der auch motivierend wirkt, sehr viel Elan hat und Dynamik und ja, vielleicht auch eine sehr leidenschaftliche Person in der Liebe, sehr offen und direkt und engagiert. Vielleicht entwickelst du dich ja auch im Laufe der Woche zum Ritter der Stäbe, obwohl ich das eigentlich nicht denke. Du hast hier wenig Feuer, ne? Es ist am wahrscheinlichsten, dass es eine andere Person in deinem Leben ist. Oh wow. Oh wow. Und hier ist richtig Liebe im Spiel. Wow, und das könnte wirklich Liebe auf den ersten Blick sein, ne? Also wenn du dich hier nicht in, wenn du nicht in einer Partnerschaft dich befindest, könntest du durch einen Zufall in dieser Woche wirklich die Liebe deines Lebens begegnen, ne? Also, wow, das ist ja wirklich hier dramatisch. Dramatisch. Also, wow. Hier spielt der Zufall auch eine Rolle, ne? Und hier geschieht etwas, was wirklich dein Schicksal offenlegt, deine wahre Bestimmung. Dieser Mensch ist in Liebe. Dieser Mensch liebt, ne? Das ist ein Mensch, der liebt, der frei lieben kann, der bedingungslos lieben kann. Und ihr habt eine magische Anziehungskraft, ne? Oder ihr begegnet euch und es ist gleich sehr harmonisch und mit viel Einklang. Ihr seid euch von vornherein einig. Und hier entsteht sehr viel daraus, ne? Und auch wenn es Liebe auf den ersten Blick ist, es ist nicht mitreißend, es ist keine umwerfende Liebe. Also insofern, dass es sofort dann zwischen euch losgeht. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber die Umstände könnten dazu führen, dass ihr euch doch eher langsam kennenlernt. Und vielleicht erst freundschaftlich, aber das ist gleich eine ganz interessante Stimmung zwischen euch beiden ist. Hier gibt es aber Umstände, die in eurer Beziehung noch störend wirken, ne? In dieser Verbindung.
die vielleicht erstmal zunächst aus dem Weg geräumt werden müssen. Aber so eine Liebe, die sofort stürmisch beginnt, endet auch schnell, ne? Das hier wäre dann eine Story, die nicht schnell endet, die etwas länger geht. Und vielleicht erkennst du diesen Menschen auch nicht sofort. Das kann hier auch sein. Aber du wirst diesen Menschen begegnen, ne? Also, das ist ja wirklich interessant. Natürlich, es muss jetzt hier nicht in etwas Partnerschaftliches münden. Es kann auch etwas anderes bedeuten. Vielleicht geht es hier auch um ein Projekt, um eine etwas Berufliches, ne? Aber das wäre etwas, was deiner tiefen Bestimmung entspricht und auch die Liebe in deinem Leben nährt, ne? Dass du eine Tätigkeit dann ausführen wirst, die du wahrlich liebst. Das hängt natürlich voll und ganz von deinen Prioritäten ab. Da sind Menschen unterschiedlich. Manchen ist das eben weniger wichtig als anderen, dass sie so eine Tätigkeit finden, ne? Also schön finden wir das alle, aber jeder hat unterschiedliche Prioritäten. Hier passiert wirklich was Besonderes, ne? In dieser Woche. Muss ich schon sagen, das ist spannend. Wie geht es denn weiter? Ja, ich habe irgendwie gesagt, vielleicht erkennst du diese Chance zuerst gar nicht so richtig. Oft stellt sich das Glück erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt als großes Glück heraus. Du spürst vielleicht gleich eine schöne Harmonie mit diesen Menschen, aber vielleicht erkennst du, ist ja diesen Menschen noch nicht, ne? Eventuell. Du bist hier nämlich mit der Lösung deiner eigenen Probleme auch noch beschäftigt, hier mit dem Mond und so weiter. Und blickst auf das Hier und Jetzt mit einer gewissen Unzufriedenheit. Ja, auch mit einer gewissen Ungeduld. Du kannst in dieser Woche nicht alles von heute auf morgen lösen, nicht alle Probleme sofort lösen. Und das erzeugt Unzufriedenheit in dir, ne? Und Ungeduld, Unbehagen. Und vielleicht, ja, wird dieser Moment auch so, vielleicht fühlst du dich auch tatsächlich etwas blockiert. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Deine sozialen Verbindungen verlaufen harmonisch und unkompliziert. Hier gibt es keine Veränderungen, Harmonie und Einklang. Vielleicht die Neigung, ein paar Probleme aufzuschieben. Du träumst von der Zukunft. Du möchtest deine Situation verbessern, du blickst letztendlich hoffnungsvoll in die Zukunft und hast das Gefühl, dass das alles nur eine Frage der Zeit ist, bis hier einiges sich in deinem Leben verbessert und du deinen Träumen näher kommen kannst. Und die Acht der Schwerter. Das ist ja hier die gleiche Karte. Ja, zwischen euch beiden bestehen Schwierigkeiten. Es könnte sein, dass ihr beide noch Probleme im Leben zu lösen habt, bevor ihr euch so richtig aufeinander einlassen könnt. Könnte natürlich sein, dass ihr schon längst ein Paar seid. Ja, das könnte eben auch schon sein, ne? Dass ihr euch begegnet und dass es auch schön wird, aber ihr habt beide im Moment Stress außerhalb der Beziehung, welches zu lösen ist, ne? Da sehe ich bei dir ein turbulentes Wochenende vor dir. Und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Hier könnte vielleicht auch eine Familienfeier oder eine größere Versammlung eine Rolle spielen, die sehr wichtig für dich ist, ne? Und doch neue Impulse bringt, aber auch viel Stress für dich bedeutet. Das ist irgendwie noch etwas anderes. Ja, sehr vielversprechende Woche, ne? Was haben wir hier? Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, du brauchst in dieser Woche ein bisschen Geduld, weil die Dinge alle nicht so schnell gehen.
Aber deinen emotionalen Einschätzungen kannst du auf jeden Fall sehr gut vertrauen. Und es werden viel interessante Dinge in dieser Woche geschehen, ne? Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, lieber Krebs. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine interessante, gute Woche und tolle Erlebnisse, tolle Gespräche. Und dass einfach gute Dinge in deinem Leben passieren, ne? Die dich begünstigen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.